Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator. Mehr gesagt, geht es heute mehr um Weihnachten, denn ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten. So, ich habe gerade noch mein Pickup umgeparkt, habe mir ein kleines schönes Häuschen mitten in der Walachei gegönnt und denke mir, so kann Weihnachten sein. Ruhe. Ne? Und das wünsche ich euch natürlich auch erstmal Ruhe, vielleicht von diesem ganzen Stress, den man vielleicht hatte auf der Arbeit, in der Schule, im Studium oder wo auch immer man sich gerade so befindet. Ich denke mal, ist ja immer zu Weihnachten dann so ein bisschen. Ja, meistens ist es immer super stressig, aber der Hintergrundgedanke ist natürlich, dass man sich das irgendwie mal so ein bisschen ruhig annehmen kann. Genau, es schneit, es ist sehr dunkel und ja, das passt ja eigentlich ganz gut, dass man mal ein bisschen darüber redet. Genau, ja, zweite Jahr in Folge, Weihnachten irgendwie nicht ganz so der Knüller, aber ja, was soll man machen? Also es ist halt, es ist, wie es ist, sag ich mal, soweit, ne? Das muss man halt dann so handeln, wie man will. Man kann sich ja aktuell noch mit seinen Liebsten treffen, das ist ja auch ganz nett dabei, dass das nicht komplett in die Hose fällt und das ist ja auch wichtig, meiner Meinung nach, genau. Ne? Und ich glaube, wenn man sich dann gesund oder gesund schätzen darf, dann ist das dann nochmal viel, viel mehr wert als jegliches Geschenk, was es heutzutage so gibt, genau, weil Sachen kaufen, das ist nicht das große Problem. Gesundheit kaufen wird meistens ein bisschen schwer. Ne? Also da kommt es dann auf den Kontostand, auch wenn ich da oben jetzt in der Ecke 8 Millionen habe, nicht drauf an. Dann ist es nämlich auch egal. Dann bringt es nämlich keinem was. Und naja, Geld allein macht auch nicht glücklich. Ne? Wenn man dann Leute hat, sei es Freunde, Familie, wie auch immer, mit denen man dann sowas verbringen kann, dann ist das auch immer sehr, sehr schön dabei. Genau. Kann ich euch ein Lied von singen? Das ist nämlich sehr schön dabei. Guck mal, hier brennt schon Licht dabei. Oh, guck mal hier, fette Bude, ne? Haha, ich sag's euch, das geht ganz gut dabei. Naja, ja, wie gesagt, also man kann jetzt sagen, es wird nächstes Jahr alles besser, aber. Ja, das würde ich, traue ich mich nicht zu sagen. Das würde ich auch niemals irgendwie sagen, weil es ist halt alles so ein bisschen anders. Sagen wir es mal ganz klar, wie es ist dabei. Ich glaube, wie gesagt, was ich eben schon sagte, man schätzt da vielleicht andere Dinge im Leben mehr, wenn man weiß, okay, man kennt vielleicht Leute, die diese Zeit jetzt nicht ganz so gut überstanden haben, ne? Denen es vielleicht dann nicht mehr so gut geht nach dieser Erkrankung oder ähnliches, was es denn jetzt so alles gab. Da lernt man da andere Sachen zu schätzen. Und naja, da muss man halt auch mal gucken dann dabei. Naja, trotzdem wollte ich erstmal Danke sagen dafür, dass ihr ja, immer so schön fleißig meine Videos guckt. Immer für die lieben, netten Kommentare dabei. Immer sehr, sehr nett das Ganze. Deshalb mache ich das eigentlich noch, weil ja, das treibt dann halt an, sage ich mal so, wie es ist. Weil das ist schön, wenn man das liest, man freut sich dann immer. Man hat ja schon seine Stammkommentatoren, nenne ich jetzt mal. Da freut man sich genauso drüber, wie, wie wenn man jetzt neue Leute natürlich da sieht. Das ist immer sehr, sehr nett. Und ja, immer nette Worte gewählt dabei und das passt dann eigentlich auch ganz gut. Und ja, sowas. Sowas ist schön, sowas treibt dann an und da macht es dann auch Spaß dabei. Auch wenn man einen relativ kleinen Kanal hat, man jetzt eine oder andere denkt, ach, da wirst du ja nicht reich von und so weiter, da steckst ja mehr Zeit rein, als dir lieb ist und so weiter und so fort. Ja, natürlich, aber es ist halt, es ist, wie es ist und das macht halt so Spaß dabei. Oh, was kommt da denn an? Der Weihnachtsumzug mit den Treckern. Oh, wie geil ist das denn hier? Oh, Heidewitzka, guckt's euch an. Neulich noch live gesehen, das Ganze. Oh, noch einer, das ist ja cool. Hallo, das ist ja der Wahnsinn. Aber guck mal, da kommt noch einer angefahren. Ich sag's euch, das ist richtig cool. Jetzt viele Weihnachtsumzüge mit Treckern, mit Landwirten gesehen und jetzt zufällig fährt hier gerade nochmal einer von der Straße. Guck mal hier, noch ein schöner Glas. Oh, oh, die Lampe an. Ah, fährt da weg hier ein schöner Trecker. Ja, mein Gott, ne? Ah, und das ist das. Oh, hier, guck mal, was da noch kommt. Guckt's euch an. Wie der Weihnachtsmann hier, wie der Weihnachtsmann. Direkt mit Rot, ne? Ohne Rentiere heute dabei. Oh, was haben wir hier? Oh, noch ein Weihnachtsmann. Ja, ich sag's euch. Ich sag es euch, ich sag es euch. Ne? Und haben wir noch einen hier? Oh! Guck mal hier, direkt vom Nordpol, der ist auch ganz blau von der Kälte. Und da fährt er dann auch weg. Ja, interessant, interessant. Was hier alles so gibt an den Straßenrand, ne? Der eine oder andere hat vielleicht auch mal gesehen, ob man jetzt landwirtschaftliche Geräte toll findet oder nicht. Bei uns in der Region durfte ich das zweimal angucken. Jetzt gerade mit Kind ist das dann sehr, sehr interessant. Man freut sich da eigentlich genauso drüber wie der Kleine dann. Das ist auch ziemlich cool. Und ja, sieht man hier auch nicht alle Tage, ne? So mitten in der Pampa, ne? Steht man hier, denkt man sich, hat sich hier ein schönes, ruhiges Plätzchen gegönnt. Ja, Pustekuchen, fahr dir mal einen Treckerkonvoi vorbei. Naja, ja, vielleicht konntet ihr auch sowas sehen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Bei uns im Kreis kam das jetzt quasi als Initiative von der ganzen Corona-Zeugs heraus und wurde dann dieses Jahr weitergeführt. Ist wirklich sehr, sehr schön gewesen und ja, man hat ja sonst nichts zu tun, sage ich jetzt mal so, wie es ist, aber ja, so ist es dann leider Gottes langweilig. Genau, wir können natürlich auch noch hier einmal zu den Stars der Manege langfahren.
Ich geb's zu, es war inszeniert. Verdammt, das ist alles gekauft. Glaubt nichts, was auf YouTube steht. Genau, hier so einen schönen alten Valtra. Richtig cooler Trecker. Ich hab mir extra so alte Dinge ausgesucht. Ich könnte mal Lichter machen, damit man die. Man sieht sie wirklich überhaupt nicht, weil es einfach viel zu dunkel ist. Ist ja nicht schlimm. Ja, dann kann man das natürlich mit der Helferfunktion jetzt ziemlich cool machen dann dabei. Ja, generell, also ich fand zum Beispiel jetzt cool, dass hier noch so ein Patch rausgekommen ist für den Landwirtschaftssimulator, das ist natürlich ganz cool. Aktuell gibt es ja halt in Warsider Umfeld natürlich auch wieder irgendwelche Bonis, wo man sich freischalten kann und so weiter und so fort. Ist auch mal ganz schick dabei. Hier ist noch ein Glas. Was haben wir hier noch für nette Geräte? Hier ist noch ein... Genau, den Favorit, der fuhr zum Beispiel auch bei mir vor der Haustür fast vorbei, das war ziemlich cool. Haben wir den noch einen da stehen, noch einen John Deere, haben wir auch noch, ne, klein, 6M, ne, und die 6er Serie in der M-Variante, auch sehr nett dabei. Genau, dass man das halt auch mal so sieht, genau. Ja, kleiner Weihnachtsgruß von mir, das soll es auch schon gewesen sein, nicht unnötig in die Länge ziehen, denke ich mal, das passt dann ganz gut. Wir gehen mal hier noch in den Mondschein des Waldras hin dabei, cooler Sound auf jeden Fall, wenn man den anmacht. Das war geil, wo ich eben alle Trecker hintereinander hatte, dann waren die so richtig schön weg und dann ging das dann ganz gut dabei. Also das war schon ziemlich cool. Witzig gemacht, oder witzig, dass man es machen kann, sagen wir es mal so. Und dann gucken wir mal, wie es denn so wird. Also, ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten. Ich persönlich werde, glaube ich, noch ein Video raushauen zu Weihnachten und dann mache ich auch so ein bisschen Family-Urlaub, glaube ich, weil seine Videos eh schon fertig, dann könnt ihr natürlich das gerne sehen. Ansonsten habe ich auch Urlaub zwischen den Feiertagen bis ins neue Jahr hin ein Glück und mal gucken, was dann da so mal rumkommt dann dabei. Dann stehen andere Dinge im Mittelpunkt, die vielleicht wichtiger sind, als irgendwelche YouTube-Videos zu machen. Vielleicht wird man andere YouTube-Videos gucken, da bekennt man sich ja selber dann öfter für schuldig, aber produzieren, mal gucken, wie es so passt, ne, weiß ich nicht. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, in diesem Sinne. Ja, also gucken wir mal, wie es dann so weitergeht. Also, ich wünsche euch, wie gesagt, ganz, ganz schöne Weihnachten. Der hier leuchtet dann auch die Lampen an. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste heutzutage. Fette Beute natürlich auch. Ich sag mal, ist natürlich auch schon cool, wenn man ein cooles Geschenk bekommt und vor allem es nicht weiß. Das ist dann das Beste eigentlich dabei. Dann sollte das eigentlich was werden. In diesem Sinne, wie gesagt, nochmal schöne Weihnachten. Bleibt gesund bei der Familie und dann kriegen wir es hin. Ich glaube, zwischen dem Neujahr und irgendwie kriegen wir nochmal ein Video hin. Und dann gucken wir nochmal, wie es dann so weitergeht. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen als kleiner Weihnachtsgag, wenn ich das mal so sagen darf dabei. Und gucken wir mal, wie es denn so wird. Ich versuche hier jedes Jahr immer irgendwas Neues. Und jetzt mit dieser Helferfunktion fand ich das gerade irgendwie ganz passend. Vor allem, wenn man es selber erlebt hat dann dabei, dann ist es halt irgendwie ganz witzig dann dabei. Aber es ist sehr, man muss schon ganz schön schnell hintereinander klickern. Wir gucken mal, wie es dann so wird. Also, ich wünsche euch was. Bis die Tage. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Ciao, ciao. So, dann schmeiß mal die Möhre mal an hier. So, also, ne, Licht an, da liegt Licht an, Licht an, Licht an, Trecker an, Licht an, Licht an, Trecker an, Licht an, Trecker an. Ja, nee, erst Licht, ja, das Licht, genau. So, der hat keinen Front oben drauf und der kann auch noch an. Ich glaube, den habe ich nicht angemacht. So, alle Trecker an, sieht gut aus. Ne? So, Geschwindigkeit eingestellt, ganz wichtig. Ne? Tempomat, steht alles schön dann weg. Geiler Sound, wenn man hier vorbeiläuft. Ah, coole Sache. So, Helfermenü öffnen, da irgendwo hinfahren und Ziel setzen und los das Ganze. Und Ziel setzen und los das Ganze. Und Ziel setzen und dahin geht auch, so egal. Den, dann wollen wir mal hier hin, so egal. Der macht immer Probleme so ein bisschen. Den fahren wir mal gerade mal hier. So. So, letztes Mal auch schon so ein bisschen Käse dann dabei. So, und los geht's. Der geht auch gut. So, dann können wir noch ein Stückchen bewegen. Den fahren wir jetzt nochmal hier hin. Und da fahren sie los. Ha! Es läuft, es läuft. So, schnell zurückspringen hier. Hohoho, hohoho.